So, nächster Gegner ist Leverkusen. Gucken wir mal kurz im Rennen in der Sperre, die abgelaufen ist, klar. Malik Ciao kann zurückkommen. Timo Becker kann zurückkommen. Man merkt einfach, dass er seine Probleme hat, definitiv. Dass wir wahrscheinlich die Variante spielen müssen. Becker hinten auf die linke Seite zu ziehen und... Weil ich habe das Problem gerade, dass ich in der Defensive es nicht dicht kriege. Ich habe da echt Probleme auf der Linksverteidigerposition. So, bei Leverkusen, wie gesagt, der nächste Gegner. Kubilanski ist weg. Also 20 Millionen, damit heißt, wir haben in der nächsten Transferperiode schon mal klar, dass wir den Transfer zu machen. Gehen wir kurz in die Liste. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. So. Das gibt noch mal ganz kurz eben. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Duell. Wie gesagt, gegen Bayer Leverkusen. Ich muss versuchen, auf die Erinnerungen einzugehen. Becker jetzt mal auf der anderen Seite zu probieren. So, naja, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Auf. Das ist das Duell der besten Heimmannschaft gegen die beste Auswärtsmannschaft. Und beide wollen zeigen, dass das kein Zufall ist. Gleich können wir endlich loslegen mit Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Danke. Genau so ist es. So, wir sind in der Bayer-Arena. Aus der Bayer-Arena, liebe Fußballfans, herzlich willkommen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Gabriel Paulista. Er könnte hier heute der Lucas Alario. Ja klar, Alario, Paulinho, das sind zwei Kandidaten, die in Leverkusen ja schon mal ihr Geld verdient haben und es jetzt für die Schalker richten sollen. Haben die sich Rodriguez geholt? Kann das sein? Scheinbar, ja. Ich glaube, ich habe mir erkannt hinten. Ja, haben sie. Krass, haben die sich eben kurz, haben die nach Paulinho, haben die Coutinho geholt, den habe ich den jetzt auch noch weggeholt und jetzt holen sie sich mit Rodriguez den nächsten. Na dann, schauen wir mal, wie es läuft. Ob wir heute in Leverkusen die nächsten Punkte holen und mitnehmen können. Ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Schauen wir mal, ne? So sah es raus aus der Startelf, nachdem er sich wiederholt einige Fehler geleistet hat. Und der kann wehtun, der Ballverlust. Ah! Die Gastgeber schade. Wollen heute enorm druckvoll spielen. Das ist wenig überraschend, denn das ist ihre große Stärke. Ja, sie müssen, ja, davon. Vielleicht die Führung jetzt. Erste Chance, immer kurz nach der Minute. Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Lazar. Na, Schalke muss jetzt ein bisschen aufpassen dahin, dass ihn das jetzt alles nicht hingleitet. Ecke, Rames. Ecke in die Mitte. Gute Aktion, gut geklärt. Leon Bailey. Bailey. Gut durchgesetzt, gefährlich. Keiner, der da irgendwie hingeht. Das Tor schon in dieser Anfangsphase.
verdient die Führung. Na, keiner geht hin. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, Mainz hat es vorgezogen. Man ist 3-3. RB hat den einen Punkt mit weggenommen. Jetzt soll es... Ja, jetzt soll es Leverkusen. Oder will es Leverkusen probieren? Nächste Ecke. Das wird hier Ecke geben. Gefühlt kriegen die Schalkers gerade irgendwie nicht gebacken. So, Ecke kommt. Ja, die Ecke kommt, erstmal geklärt, aber der... Vera. Jonathan Vera. Latza. Schöne Flanke jetzt. Gute jetzt haben sie es mal. Und jetzt der Konter der Schalker. Die Gäste mit Marco Richter. Die Überraschung schlechthin in dieser Saison. Ja, sie haben sich wirklich oben festgesetzt und es könnte der Ausgleich sein. Und die Balleroberung, wichtig. Aber Leverkusen kriegt sich da ein bisschen raus kombiniert. Ist abseits, ja, jetzt kommt. Letztes Spiel ging ja für die Schalker ganz klar aus mit 4-0 teilweise. Mal gucken. Das wird heute schon mal nicht passieren, das ist klar, weil Leverkusen 1-0 führt. Und jetzt das Ausgleichstor. Und jetzt ist wieder De Rose und der ist vorarbeitet. 25. Polidio. Ja, also Rosen gegen 2, setzt sich durch, kommt da ohne Problem durch, die Flanke kam. Stellungsfehler Ake, glaube ich. Und dann macht der Innenverteidiger den nächsten Fehler und lässt den einfach mal auf. Keine Chance mehr für den Keeper. Tor 21 für ihn. Also den Ausgleich geschafft. 1-1. Tor für Schalke 04. Die Nummer 10, Paulinho. Ja, der Abstand ist momentan nur noch 3 Punkte. Also durch dieses zweite Video, durch dieses unnötige Unentschieden gegen Mainz. Gabriel. Vera. Haben sie sich da ein bisschen selber wieder so ein bisschen in den Vorsprung gewalt. War mal deutlicher. Paulinho. Paulinho und Marco Richter. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Marco, Chance zur Führung. Leck mich doch am Sack. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Also wirklich nicht nur einmal geklärt. 3-4 Mal und die Schalke ist jetzt gerade, Leverkusen jetzt gerade geklärt. Benazeski. Becker ist viel zu weit weg, um irgendwas ausrichten zu können. Nein. Und jetzt gibt es doch Elfmeter. Becker, der gerade aus der Rotsperre zurückkam. Wo war das jetzt wieder? Also den ersten hat er vorbeigekriegt, ja. Ja, das ist ein Elfmeter. Ja, vorbei. Peter, der das Ding verschießt. Und da ist der Ball wieder weg. Die Ballbesitzstatistik von Bayer Leverkusen sieht bisher natürlich wirklich überzeugend aus. Ja. Aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein. Sie waren zu wenig raus. Folge. Und die Möglichkeit. Und wieder Tor für Leverkusen. Also das wir schauen uns die Wiederholung an. Wieder, dass sie mal keinen kein Zugriff drauf kriegt. Benadeski. Schöne Bewegung. Paulinho. War's mal, der es versucht hat. Leon Bailey. Ball ist bei Vieira. Und jetzt haben sie den Ball. Ja, gut gelöst. Da. Jetzt die Flanke rein. Die kommt. Jawohl, 2-2. Das hat der Wildkasse gesehen, der Marco Richter. Ja, da kommt er vorbei, sieht dann ganz hinten am zweiten Pfosten den De Rose und sitzen. Und dann sagt er, dann lege ich mal auf und dann macht das. Also direkt nach wieder der Konter, der Führungstreffer der, der Ausgleich der Schalker. Also 2-2, 4 Tore. Na guck. 2-2 zur Pause, ein intensives Spiel mit vielen Torraumszenen. Darf gern. So, zweite Halbzeit läuft. Die Schalker mit dem Anstoß, damit läuft der zweite Durchgang. Musiala. Ja,
Am ersten vorbei, am zweiten auch vorbei. Da ist keiner, der mitgehen muss. Mitgeht. Ja, die kommt nicht. Diesmal war keine gute Flanke dabei. Weiter alles ausgeglichen. Wenn er den gerade nicht gehalten hätte, sähe es anders aus. Ja. Die Bayer-Fans machen ihren Team gut. Leverkusen aktuell zu passiv, lässt viel zu. Bailey. Ball ist unterwegs. Schuss kommt nicht durch. Ganz stark. Gut gelöst da. Er ist heute hellwach. Gut gemacht, ciao. Musiala. Setz dich durch, komm vorbei und damit hat er ein bisschen Platz jetzt. Ja. Tor! Tor! Reingewirkt, 3-2. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich eigentlich nicht wirklich. Ja, geht, passiert. Schrammels verliert den entscheidenden Zweikampf. Der Keeper noch dran. Auch Alario ist übrigens mit Tor 21. Da ist alles drin. Schalke 04, die Nummer 13, Lukas Alario. Also, Spiel so, wieder komplett auf Spiel gedreht. Vera. Sauberes Tackling von ihm. Ah, den konnte er nicht perfekt und platziert spielen. Aber Rames, den sollte man dringend aufpassen. Liegen sie hier natürlich knapp hinten. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie. Jetzt ja mal auf Jamal Musiala, der jetzt Platz ist. Der Platz hat Musiala. Er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Ecke in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faust in den Ball weg. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ja. Ja, muss ein bisschen jetzt aufpassen. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Wieder muss ich allein jetzt mal gegen 2 und nicht das Tor. Ein Torführung. Und nicht das 2-4. Dann haben die hier anders im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Ja, eben. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Na, Schalke braucht einen Linksverteidiger. Becker. Borussia Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun 2. Ah, das ist ein bisschen zu einfach. 70 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Da lässt er den Gegner aufsteigen. Könnte der Ausgleich werden? So leicht dürfen sie es dem Keeper nicht. Mal ein bisschen Ruhe reinkriegen in dieses Match. Also so wird das ganz eng gegen United werden. Nächster Ball. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen Manchester United. Ja. Im nächsten Spiel. Es kommt United als nächstes. In Manchester. Eine Prognose schwer, das ist ziemlich ausgeglichen. Jetzt kommt noch mal eine frische Offensivkraft. Sie versuchen hier alles, um zumindest zu einem Unentschieden zu kommen. Eckball komm, die. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Gibt Abstoß. Abstoß, okay. Ich glaube, dann wäre doch der Leverkusen mit am Fuß mit dran gewesen. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Einfach mal noch ein bisschen durchrotieren. Diese Dreifachwechsel muss ich jetzt machen. Kriegst du auch durch? Ja, die kriegen wir noch durch, die Wechsel. Einfach noch mal ein bisschen Geschwindigkeit davor vorsetzen. Also man führt nur mit. Nur 2-3, man hat die Chance auf teilweise gar auf mehr gehabt. Bisher. Vergeben. Erneut so ein hervorragender Pass. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Cabral gegen Malik Ciao. Und Tintner. Und man muss überlegen, dass die Leverkusen gerade noch einen Elfmeter verschossen hat.
Jetzt der Ball auf Milot Rashica. Gegen Ake, der kann nicht mit, der kommt das Tempo nicht mit und Rashica verpasst das Abspiel. Mit drei gegen den Keeper. Leon Bailey. Aber sicher, man gewinnt in Leverkusen trotzdem mit 3-2. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Froh, dass ich dieses Match noch irgendwie gewinnen konnte. So ganz unverdient war es tatsächlich auch nicht, muss ich sagen. So, nächster Match heißt Champions League und das ist der Gegner Manchester United auswärts. Meckert, Rashica, der sagte, ich möchte gerne spielen. So, gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es damit auf seiner Station, Endstation Achtelfinale heißt oder weiterkommen im Theater of Dreams. Naja, dann schauen wir uns an. Bis dann. Tschüss.